Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3. Ruf zur Ordnung. Wir haben eine Etage, wo Gefahr ist. Und uns wurde im letzten Part gesagt, die sind besonders gefährlich. Darum steht ja da auch Gefahr. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Ob einfach mehr... Ich weiß nicht, was heißt das genau? Heißt das mehr Gegner? Heißt das... ja, keine Ahnung was. Wie heißt denn das schwieriger? Was ist denn daran dann schwieriger? Wissen wir nicht. Wir können aber auch sagen, wir nehmen eine Etage, wo keine Gefahr ist. Allerdings wurde uns dann gesagt, dann kommen mit der Zeit immer häufiger Gefahretagen. Daher ist es eigentlich vielleicht gar nicht mal so unklug, die gleich zu machen, damit wir unsere Ruhe haben. Ich guck mir einfach mal an, was wir hier gerade so haben. Wir haben Glücksbombenhäufigkeit. Das wäre eigentlich ganz nice, weil dann haben wir überhaupt Glücksbomben. Aktuell haben wir 0% Häufigkeit. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Klecksregeneration, das Erledigen von Gegnern füllt deinen Tintentank ein wenig auch. Ja, okay. Das ist aber auch ganz cool. Aber ich würde mal sagen, wir machen so einmal diese Gefahretasche. Ich möchte wissen, was das ist. Daher geht's rein. Daher geht's hier rein. Let's go. Ja, zudem ist jetzt auch in der Zwischenzeit etwas passiert. Beziehungsweise ich habe in der Zwischenzeit Splatoon 3 online für die Woche aufgenommen. Der Part, der am Montag rauskam. Wer den Part gesehen hat. Oh, die Gefahr ist, dass Licht aus ist. Okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall habe ich in der Zwischenzeit Splatoon 3 online aufgenommen. Und wer den Part gesehen hat, der weiß auch, dass ich da in einer bestimmten Sache so ein bisschen gespoilert wurde. Ach du Heidi, man sieht ja rein gar nichts. Und zwar, ja, wer das jetzt selber nicht hören möchte, sollte vielleicht mal... Achso, das sind ja Bohnenkugeln. Oh... Wie ist denn die Map aufgebaut? Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Oh, je, je. Okay, ich muss mich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. Warte, ein Ding ist da kaputt gegangen. Sehr schön. So, wo sind denn da hinten? Wir hatten diese Stage schon mal. Das ist das Gute. Wir hatten schon mal diese Stage. Meine ich. Daher. Ich werde darüber, über den Spoiler, was ich da erhalten habe, später reden. Weil, ganz ehrlich, ich muss mich hier dann doch ein bisschen zu doll konzentrieren. Weil es dann doch hier ein bisschen doller abgeht, weil alles so dunkel ist. Oh, diese Dinger da, die gefallen mir so gar nicht. Oh, schön, schön, schön. Dann doch. Ja, sehr gut getroffen. Ja, hier ist noch so ein Kreisel. Ach, hier ist gegnerische Tinte. Ah, man sieht halt rein gar nichts. Das ist aber cool immer. Das gefällt mir. Das ist nochmal was ganz anderes. Meinetwegen hätte man das nicht als Gefahr machen brauchen, sondern generell als Stage. Dass man als Stage-Idee manchmal, dass halt manchmal, ja, hier alles dunkel ist. Oder Nebel oder was es da noch so gibt. Ein paar extra Dinger. Hier Tinte, ja gut, habe ich eh eigentlich aktuell. Wo ist denn meine letzte Kugel? Da oben ist sie. Warum ist die da oben? Die war doch schon unten. Die habe ich doch schon runtergeholt. Aber ist in Ordnung, weil dann kann ich vielleicht gucken, dass ich darüber dann ganz schnell nach drüben komme. So, hier hoch. Dann muss die Kugel hier nämlich hin. Richtig, richtig. Naja, mehr in die Richtung. Ja, genau. Wird angezogen und dann haben wir das geschafft. Okay, gut. Okay, Etage 13 geschafft. War ganz cool, also. Und dabei gar nicht mal so doll gefährlich. Es war halt komplett dunkel, aber trotzdem ging das eigentlich. Und wir können jetzt die Glücksbomben holen. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, was haben wir denn dann jetzt hier? Stimmt ja, wir hatten ja auch im letzten Part eine extreme Stage. Da habe ich vorher gar nicht gesehen, dass die extrem ist. Da müssen wir in Zukunft ein bisschen aufpassen. Explosionsradius. Erweitert Wirkung und Färberadius von Explosionen. Ganz cool, auch wegen meiner Glücksbombe. Glücksbombe Maximum. Nee, muss ich nicht unbedingt. Spiel ich Brechschaden. Versteckt Angriffe, bei denen du vorwärts sprichst. Hier zu 10. Highhammer, Laufen mit Pinseln und Rollern und mehr. Ja gut, sowas habe ich gerade nicht. Daher, ich würde tatsächlich mal sagen, wir machen das. Und was mir im Schnitt aufgefallen ist, ist mir im Schnitt aufgefallen. Manche haben ja hier schon so Text, steht ja schon die Ebenen, der Name der Ebene steht ja schon da, der Etage. Aber hier ist ein Fragezeichen. Ich vermute mal, die Stages, die wir bisher noch nicht gesehen haben, die haben Fragezeichen und die, die wir schon kennen, sind hier schon mit Namen. Ich würde so schätzen, auf jeden Fall sah das so in den letzten Parts so aus, als ich das im Schnitt mir angeguckt habe. Als ich das im Schnitt gesehen habe. Daher würde ich mal sagen, wir machen eh jetzt das Einfache mal, um mal dieses Stage überhaupt mal zu sehen. Genau, einfach das, einfach das. Und hey, wir wollen ja mal endlich zur Etage 20 oder so kommen.
Das wäre eigentlich auch ganz nice. Ja, jetzt zu dem, was habe ich in Splatoon 3 online gesehen, für die, die das Video nicht verfolgt haben. Ja, bestimmte Waffen, die man freischalten kann. Das ist verschiedene Waffenarten, jetzt man so gesehen freischalten kann. Sei es Kleckser, sei es Roller, sei es Pinsel. Es gibt noch irgendwie was ganz Großes, was man freischalten kann. Wow, was kommt hier an? Gibt noch irgendwie was ganz Großes, was man freischalten kann. Was ich jetzt allerdings noch nicht kenne. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich das nicht gesehen habe. Oh, meine Rüstung ist sofort weg. Und ich muss hier mal weg. Generell mal kurz weg. Ups, tschüss. Da kommt auch einer daher. Ja, Mann. Ja. Da wurde ich leider so ein bisschen gespoilert, dass es einen Waffen zum Freischalten gibt. Aber ich bin mal gespannt, was es da noch so gibt. Natürlich kann ich euch nicht versprechen, dass ich hier in Zukunft ohne Spoiler herbleibe. Der hat den Freund weggeschleudert. Schön. Wo ist denn die letzte Kugel überhaupt? Oh, hinter mir kommen sie. Schön, schön, schön. Aber wo ist denn die letzte Kugel überhaupt? Da ist auf jeden Fall das Ziel der Kugel. Ich weiß nicht, wo die Kugel ist. Hallo? Kugel? Kugel? Das ist der Star. Da ist er. Ja, mein. Gut, dann let's go und rein ins Ziel mit dir. So, hier und bam. Ja. Ist halt leider so, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich hoffe mal, dass dann nicht noch weitere Spoiler oder dass ich so weit mit der Aufnahme bin, dass ich mich nicht mehr spoilern kann, weil jetzt am Samstag ist ein Splatoon 3 Stream ab 18 Uhr plus noch eine weitere Splatoon-Aufnahme mit der neuen Season. Und da hoffe ich mal, dass ich mich da jetzt nicht so unbedingt spoilere, sondern eher, ja, bis dahin schon so weit aufgenommen habe, dass ich wenigstens hier im Let's Play schon alles gesehen habe. Mal gucken. Ich versuche jetzt die Tage ein bisschen aufzunehmen. Für mich ist gerade Dienstag, weil ich habe jetzt zwei Online-Seminare und da habe ich früh Feierabend, daher kann ich jetzt ein bisschen was aufnehmen. Und Samstag will ich aufnehmen, Freitag will ich was aufnehmen, Donnerstag vielleicht auch, da schaffe ich es vielleicht auch. So, Schwimmtempo haben wir noch, Fragezeichen, schwierig. Schnelleres Schwimmen in Schwimmform, ist eigentlich auch ganz cool. Na komm, machen wir das mal. Dieses Schwimmtempo, mal wieder eine schwierige Stage. Das ist auch Etage 15. Und ist da oben schon Etage 20 zu sehen? Wenn ja, dann ist da kein Boss tatsächlich. Ich dachte, da wird wieder ein Boss sein. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht war das auch Etage 19, was ich da gesehen habe. Oh, interessante Stage. Sehr, sehr interessante Stage. So riesig hier vor allen Dingen. Okay. Von dort oben kommen die Gegner. Na toll. Ah, hätte ich ihn gerne runtergeschleudert. Hätte ich gerne runtergeschleudert. So, weg mit dir. Ja, war klar, dass da so ein Ding schon kommt. Der kann einen Klecksbaum schmeißen. Was soll denn das jetzt? Und wer konnte da Klecksbaum gerade schmeißen? Ich weiß aber nicht, von wem das kam. Weil jetzt müssen wir noch fast eine Minute hier durchhalten. Das wird tatsächlich, glaube ich, eine schwierige Stage. So, wir haben auch Spezialattacke auf. Ach, die nutze ich jetzt mal. Und das war auch sehr gut, dass ich die tatsächlich mal genutzt habe. Boah, da kommt ja noch mehr Zeugs auf uns zu. Aber ich glaube, Klecksbomben sind hier ganz nice. Mit Klecksbomben kriegen wir die eigentlich ganz schnell down. Oder so gut wie schnell down. Sehr schön. 3 Sekunden, da noch eine Klecksbombe hin und wir haben's. Und wir haben's. Und ich habe 15 Perlen erhalten. Nice. Weil ich die Etage 15 geschafft habe. Sehr cool. Die Hälfte des Turms müssten wir hinter uns haben. Dieser Turm hat es wirklich in sich. Stimmt's? Alles soweit okay bei dir, Nummer 8? Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn du dir vor der nächsten Etage ein kleines Päuschen gönnst. Nö, wir haben doch erst gerade angefangen. Vor 9 Minuten. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch das alles aufhalse. Ach, wenn doch Ordnung bloß nicht in meinen Kopf herumgestöbert hätte. Hey, mach du mal dir lieber keinen Kopf, Marina. Du kannst absolut nichts dafür. Ach ja? Hätte ich nicht tief in meinen Innersten den Wunsch einer perfekten, friedlichen Welt verspürt, der sich nichts und niemand ändert. Vor Veränderungen fürchten sich viele Leute. Selbst ich. Manchmal. Du also, aha, du? Angst vor Veränderung? Nur ein Thema für mich. Aber ich weiß auch, dass du dir sowas garantiert nicht gewünscht hast. Also Schluss mit Entschuldigungen. Und wisch dir die Tränen weg. Nummer 8 und ich werden dem Werk von Ordnung schon einen Riegel vorschieben. Lehn dich einfach zurück und genieß die Schau. Aber Perla...
Nummer 8. Auf keinen Fall. Zurücklehnen ist nicht mein Ding. Ich werde mein Bestes geben und euch dabei helfen, die Sache wieder gerade zu biegen. So gefällst du mir. Gemeinsam biegen wir die Sache wieder hin. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder gerade gebogen. Was ich mal gucken möchte, ist... Nicht mal Palette... Nee, warte, wo... Hier auf Minus. Habe ich hier irgendwie... Im Tagebuch habe ich jetzt gerade noch nichts Neues. Nein, da habe ich aktuell nichts Neues. Aber hier ist irgendwie Farbstiftsammlung. Haben wir ein paar neue hinbekommen. Und ich kriege Perlen. Nice. Sehr, sehr cool. Aber wir haben noch einige Chips noch nicht gesehen. Ist ja auch interessant. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben wieder eine Gefahretage. Ich dachte, das dauert eine Weile, bis das... Okay. Bis das wiederkommt. Füllt die Spezialanzeige beim Laden. Wir hätten Standard, schnelles Auffüllen der Spezialanzeige. Und wir haben eine Extremetage. Streueffektreduzierung verringert die Zufallsstreuung von Schüssen deiner Hauptwaffe. Boah, eigentlich auch ganz cool. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Aber es ist halt eine Extremetage und Herrschaft. Boah, das weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Aber ich möchte natürlich auch die Extremetagen schaffen. Mindestens einmal. Jede Etage einmal möchte ich eigentlich hier in diesem Let's Play mal zeigen. Da ja auch diese Extremetagen. Oh, das könnte... Oh, wir machen's. Wir machen's. Boah, nee, ey. Im letzten Part war schon hart. Und jetzt noch mit Herrschaft. Da ist Etage 20... Oh, Etage 20 ist doch ein Boss. Okay. Erstmal mir mal ganz genau angucken, wie das aussieht. Okay, ich kann von oben kann ich runterschießen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Was ist eigentlich, wenn der Zähler komplett zurückgeht? Also, wenn ich zum Beispiel schon oben bei, was weiß ich, 45 Sekunden bin und dann der Gegner wieder die Herrschaft erlangt und der Zähler wieder zurückgeht. Wenn der komplett zurückgegangen ist, habe ich dann komplett verloren oder kann ich dann immer noch die Herrschaft holen? Also habe ich unendlich viel Zeit, meine ich damit. Das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen los. Ich versuche direkt dort oben zu landen. Okay, ich hab Angst. So, sehr schön. Direkt einfärmen. Wunderbar. Zone ist gesichert. Warte, wir machen mal unten eine Klecksbombe hin. Sehr schön. Hier mal eine Klecksbombe und schon mal drauf losschießen. Sehr schön. Zähler ist angehalten. Das ist... Wir arbeiten uns Schritt für Schritt durch. Keine Tinte mehr. Schade. Okay, ich muss mal kurz meine Spezialattacke aufbauen. Und ich muss das Ding mal zerstören. So, zack. Das hier kommt alles. Was kommt denn da von der anderen Seite? So, ich muss Tinte nachladen. Aktuell habe ich sogar... das Ding da kommt. Klecksbombe war mega nice. Okay, wir haben tatsächlich den Checkpoint erreicht. Aber jetzt wird es natürlich umso schwieriger. Ich schmeiß mal noch meine Klecksbombe runter. Guck mal, was hier alles jetzt auf mich wartet. Das ist jetzt nicht gut, das ist jetzt... Ich bin tot. Ich werde tot sein. Ich werde tot sein. Ah! Ich habe ein Leben verloren. Mist. Mist, Mist, Mist. Weil ich da auch runtergefallen bin. Okay, ich muss mich ein bisschen mehr oben verteidigen. Wir haben Checkpoint erreicht. Das heißt, alles... Da ist eigentlich alles gut. So, färm, färm, färm. Und hier auch jetzt mal ein bisschen färmen. Dass die Gegner hier, wenn sie hochkommen, ein bisschen Probleme haben erstmal. So, Klecksbombe. Für den einen einzigen Gegner habe ich eine Klecksbombe eingesetzt. Ernsthaft? Aber ich kann gleich zum Zucker einsetzen. Und zwar jetzt. Eieiei. Kommt von allen Seiten jetzt. Die kommen von allen Seiten. Oh mein Gott, ey. Werden wir jetzt hier verlieren? Ich muss eigentlich gucken, dass die Herrschaft bleibt. Ich muss gucken, dass die Herrschaft bleibt. Ich habe Spezialattacke. Ich gehe jetzt runter und wir haben's. Jetzt! Jetzt! Leider einmal Sturm, aber ja. Ich hoffe mal, dass bald eine Automatenetage kommt, dass ich mir nochmal das Leben irgendwie zurückkaufen kann. Wir haben so viele Memoneten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oder hier kriege ich sogar Bonus. Ja, ich denke mal, ich nehme das Einfache tatsächlich jetzt mal für den Bonus. Ja, machen wir. Wir holen uns den Bonus. Ganz einfach, ganz einfach. Aber wir haben die Etage geschafft. Extreme Etage geschafft. So ist das wichtig.
Nee, da oben ist erst ein Automat. Können die nicht auch mal so random so kommen? Aha, ich habe hier jetzt haufenweise Drohnen, Farbschips-Dinger. Okay, interessant. Dann würde ich sagen, los geht's. Was muss ich eigentlich machen? Ich muss die Feinde besiegen. Okay. Da ist direkt einer. Schon mal auch hier die Wege färben. Boah, was kommt denn da jetzt raus? Da kommt ja so einiges raus. So, tschüss. Tschüss. Ah, das sind diese Sprungdinger, die ich dann da habe. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. War schönes Perla, unterstützt mich hier auch ordentlich. Oh, schöne Klecksbombe. Schöne Klecksbombe. Rüstung. Mega wichtig. Oh, dich kriegen wir vielleicht sogar schon. Und wenn nicht, dann werde ich hier alles umfärmen. Aber. Nice. Etage 17 geschafft. Mein Plan ist es, bis Etage 19, also inklusive Etage 19 heute noch zu schaffen. Und im nächsten Part, dass wir dann Etage 20 machen. Boah, drei schwierige. Und eine sogar mit Gefahr. Gefahr will ich vielleicht bei einfachen Etagen machen. So, Färbebodenschaden. Lässt Gegner, die durch Tinte oder deinen Zipitox-Nebel verlangsamt werden, mehr Schaden erleiden. Was auch ganz cool ist. Hauptverbrauch. Oder Färbeglückskombo. Ich mach mal das hier. Das ist eine Etage, die wir noch nicht haben. Und nicht Gefahr. Und Färbebodenschaden ist so oder so nicht verkehrt. Daher machen wir das. So. Ja. Zwei Etagen müssen wir jetzt schaffen, bis wir beim Boss sind. Und zwei Etagen kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Es sei denn, ich werde irgendwie wieder 10 Minuten an einer Etage hängen. Nicht so wie im letzten, also so wie im letzten Part. So, zerstöre die Portale. Alles klar. Gut. Aber mich nervt es trotzdem, dass ich leider jetzt nur noch ein einziges Leben habe. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Rüstung. Nice. Nehmen wir. Was ist denn da jetzt? Und ein neuer Gegner. Da unten ist so ein neuer Gegner. Ich muss mal kurz flüchten. Ich habe zwar Rüstung auch, was sehr, sehr gut ist. Aber was ist hier bitte schön los? Ich glaube, meine Rüstung ist gerade weggegangen. Kann das sein? Eieiei, was ist? Was ist hier los? Ah, okay. Das ist natürlich cool zu wissen. Es wäre ganz nice, wenn ich eine schon mal weg mache. Habe ich. Aber es kommen neue Gegner. Es kommen neue Gegner. Ich habe Spezialattacke. Sehr, sehr gut. Nein, wollte ich nicht einsammeln. Wollte ich noch nicht einsammeln, weil ich erstmal meine Spezialattacke einsetzen wollte. Aber okay, okay. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. So, Angriff, Angriff. Nein, nein, nein. Nicht gut. Ich muss hier irgendwie was regenerieren. Wenn ich in Tinte bin, regeneriere ich schneller. Du dummes Ding, du dummes Ding, du dummes Ding, du dummes Ding. Schnell hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was, das wurde wieder zurückgesetzt? Das ist dieses Ding da. Nein, 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 nicht gut. Okay, ich muss das Ding da hinten erstmal irgendwie besiegen. Kugeln abschießen, alles klar. Können wir hin? Achso, und dann explodiert das. Cool. Ey, nicht in den Gegner reinlaufen. Nicht in den Gegner reinlaufen. Ich habe gleich Spezialattacke wieder. Nice. Ja, Heubrühe ist da eigentlich auch ganz cool. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr die Ruhe. Ich hätte dieses Ding da schon vorher killen sollen. Ich bin aus Versehen runtergefallen, ist aber nicht so schlimm. Ich versuche hier zu zerstören, wunderbar. Ja komm, laufen wir erstmal hier wieder dran vorbei. Hier eine schöne Klecksbombe runter. Nice, das war sehr, sehr gut. Jetzt hier. Okay, ich muss hier stehen. Warte, wir machen die meine Spezialattacke. Was leider nicht ganz so viel gebracht hat. Weil so viele, extrem viele Gegner wieder sind. Dann versuche ich mal hier rüber irgendwie was zu machen. Klecksbombe mal da hinten schmeißen. Ah, ich hatte gehofft, dass ich Parkour von diesen Dingen da zerstöre. Ja, wie schmeckt euch das? Ja, das weiß ich nicht.
Aber jetzt habe ich hier mal Chancen, mal kurz das Ding zu zerstören. Nein! Das Ding hat mich getroffen. Das hat mich gerade verfolgt. Ich musste da unbedingt gerade das kurz zerstören. Wunderbar. Boah, das, die Runde hat schon ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, okay, das war's jetzt. Das war's jetzt. Komm, färm, 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 färm. Hammer. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Boah, aber wir wären dann, wenn ich jetzt in Etage 19 nicht faile, wären wir dann... Automatenecke! Nehmen wir, nehmen wir. Ich nehme die Automatenecke. Werden wir dann den Boss halt haben, was sehr schwierig ist. Aber die Automatenecke, die muss ich jetzt nehmen, weil ich ein Leben kaufen muss, sofern natürlich Leben jetzt verfügbar sind. Aber ich muss das jetzt machen. Oh, vielleicht kann ich aber auch was anderes kaufen. Haben wir bisher noch nie gemacht. Ja, regeneriert einfach so 190 Mimoneten. Nehmen wir. Sehr schön. So startet die Angriffe deiner Hauptwaffe mit Sucheffekt aus. Je mehr Chips, desto besser. Wir könnten auch Tritinferno kaufen. Sehr, sehr teuer. Aber könnte man machen. Mache ich aber nicht, weil ich eigentlich mit der Tenzuka aktuell sehr zufrieden bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann startet die Angriffe deiner Hauptwaffe mit Sucheffekt aus. Je mehr Chips, desto besser die Wirkung. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich glaube, ich bin mit dem Extra-Leben sehr zufrieden. Das passt. Das passt. Auf geht's. Auf geht's hier. Mal gucken, was der nächste Part dann so bringt. Mal gucken. Aufgepasst, Nummer 8. Aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet uns auf der nächsten Etage ein Boss. Kämpfe mit Köpfchen und pass gut auf dich auf. Mach dir nicht immer so viele Sorgen, Marina. Nummer 8 rockt das schon. Wir zwei packen das. Ja, ja, natürlich. Marina ist unverbesserlich. Verteilt noch immer gern Ratschläge, um die keiner gebeten hat. Ich kann nicht anders. Mir liegt eben viel an Perla. Sie ist die perfekte Kombination aus ultra cool und super niedlich. Okay. Die Seite an dir ist mir neu. Ja. Okay. Im nächsten Part gibt es dann den Boss. Ich bin sehr gespannt. Jetzt mit zwei Leben ein Glück. Also die Automatenecke war jetzt göttlich. Von daher bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.